Hallo, meine lieben Aktienfreunde. Wir haben momentan wieder unruhige Börsenzeiten. Schuld ist China bzw. Immobilienkonzerne, wo eine Pleite droht, eine Zahlungsunfähigkeit. Und der ein oder andere, der erinnert sich an das, was vor 12 Jahren schon geschah. Im Westen, in den USA, hat es seinen Lauf genommen mit der Finanzkrise. Damals auch waren es Immobilien, die schuld waren an der Finanzkrise. Dann später in der Schuldenkrise, Eurokrise und so weiter. Es gibt also oberflächlich betrachtet einige Parallelen, die werden auch ausgeschlachtet in der Finanzpresse. Wir schauen uns jetzt mal an, wo die Parallelen tatsächlich sind, aber auch wo sie enden. Wir schauen uns auch China Evergrande an. Wir gehen in die Bilanz tatsächlich rein im Aktienfinder, um das auch besser zu verstehen. Und danach, denke ich, könnt ihr ganz gut beurteilen, ob wir tatsächlich jetzt drohendes Leverman 2.0, drohende Finanzkrise haben oder ob da eher eine Sau durchs Dorf getrieben wird. Mein Name ist Thorsten Tiet, ich bin der Betreiber des Aktienfinders, den werden wir nachher auch in Action sehen. Wir stellen die aktuelle Situation in China der Situation von damals in den USA vor 12, 13 Jahren gegenüber. Dafür ganz kurz mal in die Zeitmaschine steigen, 13 Jahre zurückreisen. Was war denn damals geschehen bei der Finanzkrise? Amerikaner, die sich eigentlich kein Haus hätten leisten können, trotzdem ein Haus wollten, haben Kredite bekommen für dieses Haus und die Banken konnten sich die Kreditvergabe leisten, weil sie die Suppe nicht auslöffeln mussten, sondern sie konnten die Kredite in Wertpapiere bündeln und diese Wertpapiere, Asset-Backed Securities, Fachsprache, die haben sie dann einfach weiterverkauft an andere, beispielsweise Banken. Das war möglich, weil diese anderen Banken, die dann diese Asset-Backed Securities abgenommen haben, mit Einlagegeldern tatsächlich diese Derivate, das waren Derivate, kaufen konnten. Das ist ein Gesetz gewesen, das ist 1999 erlaubt worden. Vorher wäre es diesen Banken verboten worden. Vorher hätte es also diesen Markt so nicht gegeben für diese verbrieften Wertpapiere, für diese Asset-Backed Securities. Das Problem an der ganzen Geschichte ist gewesen, dass es relativ intransparent war. Das heißt, das Institut, das die Kredite vergeben hat, das kannte den Schuldner, das konnte seine Bonität auch einschätzen. Dann wurden aber Massen von diesen Krediten in diese Wertpapiere gepackt und weiterverkauft. Und diejenigen, die dann gekauft haben, beispielsweise auch unsere Landesbanken, auf der anderen Seite des Atlantiks, die waren sehr weit weg von diesen ehemaligen Schuldnern. Die kannten die nicht, für die war das relativ abstrakt. Die haben sich dann verlassen auf die Ratingagenturen wie Standard & Poor's und die haben eine unrühmliche Rolle gespielt. Viele dieser Wertpapiere, die im Nachhinein dann nur noch Junk waren, wo dann die wertlos verfallen sind oder wo da innen drin dann ganz viele Kredite ausgefallen sind, die hatten da vorher noch Triple-A Rankings, also ganz gute Bonitäten. Das ging auch eine ganze Weile gut, so lange, bis dann irgendwann die US-Notenbank die Zinsen erhöht hat. Das sieht man dann hier. Muss ich mal ein bisschen kleiner machen, damit man es sieht. Also im Jahr 2004 wurde dann angefangen, die Zinsen zu erhöhen. Hat dann dazu geführt, dass die Kreditnehmer die variable Zinsen hatten in den USA, immer mehr Zinsen bezahlen mussten, die konnten sich das irgendwann nicht mehr leisten. Dann ist der Kredit fällig geworden, die mussten dann ihr Haus verkaufen, sie mussten immer mehr tun, weil die Zinsen sind ja relativ sportlich gestiegen, von irgendwo etwas über 1% auf bis ungefähr 5,5%, wenn ich mir das hier einfach mal anschaue, also sind ganz deutlich gestiegen. Und dann sind die Immobilienpreise entsprechend gefallen, weil immer mehr Häuser auf den Markt kamen. Das heißt, dann die Immobilien als Sicherheiten waren auch nicht mehr gedeckt. Das heißt, wenn der Kredit fällig wurde, ausgefallen ist, dann konnten die Verluste nicht wieder komplett reingeholt werden durch die Sicherheiten der Immobilien, sodass dann auch diese Wertpapiere, diese Asset-Backed Securities immer mehr an Wert verloren haben, weil die Kredite, die da innen drin waren, immer weniger werthaltig waren. Und da die relativ verbreitet gewesen sind, diese Wertpapiere, ich glaube, ich erwähnte schon, dass auch Landesbanken da mitgespielt haben, beispielsweise
von uns. Unter anderem auch Lehman, die hatten auch diese Wertpapiere. Haben sich die Banken angefangen zu misstrauen selbst. Die wollten sich dann auch kein Geld mehr leihen, weil wer wusste schon, was die andere Bank da in der Bilanz hat. Das heißt, der Interbankenmarkt ist auch ausgetrocknet. Die Banken, die überschüssiges Geld hatten, die haben dieses Geld dann lieber bei ihrer jeweiligen Notenbank hinterlegt, als es in den Bankenmarkt fließen zu lassen, wo es eigentlich mehr Zinsen gab, aber wo halt das Risiko unüberschaubar war, aufgrund einfach dieser Intransparenz. Intransparenz erstmal, was ist denn so ein Asset-Backed Security, so ein ganz spezifisches Wertpapier, eigentlich noch wert, wo irgendwelche Kredite drin sind, von denen man gar nicht genau weiß, von denen man die Kreditnehmer überhaupt nicht kennt. Und dann auch, in welcher Bankbilanz sind denn wie viele von diesen Asset-Backed Securities eigentlich? Also vollständige Intransparenz. Und tatsächlich sind ja dann auch viele Institute deshalb notleidend geworden, weil sie eben stark da investiert hatten, weil sie dann eben stark abschreiben mussten und dann auch teilweise Unternehmenswerte verkaufen mussten. Sie mussten deleveragen, so heißt es dann in der Fachsprache. Hat dann dazu geführt, dass viele dieser Institute gerettet werden mussten. Die meisten sind ja auch gerettet worden. Lehman Brothers beispielsweise nicht, was dann auch entsprechend zum Schock geführt hat. Ja, das war im Prinzip die ganze Geschichte, was in den USA passiert ist. Und heute haben wir in China oberflächliche Parallelen. Es gibt jetzt die China Evergrande, das ist eine Immobiliengesellschaft. Es gibt auch eine andere Immobiliengesellschaft, die heißt beispielsweise China Fortune Land. Also es gibt mehrere, die auch Probleme haben, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, wo eventuell auch eine Pleite droht. Es gibt aber da gewisse Unterschiede. In den USA hat das ganze Unheil seinen Lauf genommen, indem Banken erlaubt wurde, diese Asset-Backed Securities überhaupt zu kaufen, durch ganz normale Einlagen der Kunden, die beispielsweise Geld auf ihr Sparbuch überwiesen haben. Das war Deregulierung. In China ist das Problem genau auch, oder der Ursprung dieses, was wir jetzt als Problem wahrnehmen, genau andersrum. Da ist es nämlich die Regulierung. Es gibt diese drei sogenannten roten Linien, die sind gezogen worden von der chinesischen Regierung, um eben ausufernde Exzesse in der Immobilienwirtschaft zu unterbinden, insbesondere zu viele Schulden aufzunehmen, um dann entsprechend neue Immobilien zu finanzieren und auf den Markt zu werfen. Bis das Ganze eben heiß läuft und dann mal irgendwann die Immobilienpreise fallen und dann diese ganzen Immobilienkonzerne, die sehr stark schuldenfinanziertes Wachstum betrieben haben, dann pleite gehen, weil eben ihre Solanz nicht solide genug ist. Es geht also um die Stabilität der Bilanz, dass man nicht Teufel komm raus auf Schulden ein Wachstum in der Immobilienbranche erzwingt. Da gibt es jetzt diese drei roten Linien und es sind drei im Prinzip recht einfache Regeln und die müssen diese Bilanzen einhalten, die Bilanzen dieser Unternehmen einhalten, weil und zwar bis 2023 und falls es nicht so ist, dann kriegen sie keine neuen Kredite mehr. Und dann ist das Wachstum natürlich nicht mehr möglich, weil dieses Wachstum bei den Immobilienkonzernen, das ist ein schuldenfinanziertes Wachstum. Keiner dieser Immobilienkonzerne hat so viel Cash übrig, dass er einfach mal so die Immobilien hochziehen kann. Das ist immer fremdfinanziert. Nur kommt es halt darauf an, wie stark ist es fremdfinanziert. Wir gucken uns jetzt mal am Beispiel von China Evergrande die drei Schuldenregeln an im Aktienfinder, weil wir haben im Aktienfinder einen Schuldenchart und da sieht man ganz wesentliche Dinge auf eine relativ einfache Art und Weise und kann dadurch ziemlich gut abschätzen, wie solide die jeweilige Bilanz des Unternehmens ist. Wir filtern hier mal kurz auf China und Hongkong, gehört auch zu China und dann hier geben wir Immobilien ein, hier und dann haben wir eben die chinesischen Konzerne und einer davon ist die China Evergrande Group. Wir haben hier einen Chart
Das ist dieser Schuldenchart und anhand von dem gucken wir jetzt mal an, ob diese drei Kriterien erfüllt sind oder nicht. Wir zoomen ein bisschen rein und lassen uns erstmal alles anzeigen, was relevant ist. Und die erste Regel, die erste rote Linie, die besagt, dass die Schuldenquote maximal 70% sein darf. Das heißt, die gesamten Verbindlichkeiten, also Schulden des Konzerns im Verhältnis zu den gesamten Vermögenswerten dürfen 70% nicht übersteigen. Die anderen 30% müssen sozusagen Eigenkapital sein. Und wir haben hier im Aktienfinder die Schuldenquote tatsächlich. Und da sehen wir auch gleich, da sind wir jetzt bei 82,7%, was deutlich über den 70% liegt. Das heißt also gerissen. Es kann sein, dass ich habe diese Regeln, die habe ich gelesen, aber die sind auch recht einfach zu verstehen. Es kann aber sein, dass es im Detail die ein oder anderen Ausnahmen gibt, wie was berechnet wird. Das heißt, es muss nicht unbedingt 100% deckungsgleich sein, was die Kommunistische Partei oder die Regulierungsbehörde dann in dem Fall ausrechnet und das, was wir im Aktienfinder haben. Aber so Pi mal Daumen kommt es hin und didaktisch passt es auch. Insofern ist es schon sehr nützlich. Was man erstmal hier sieht, wie man komplett vielleicht mal das Big Picture machen ist, machen wir mal den Zoom raus, gucken uns das mal an. Man sieht jetzt also hier, dass die Bilanz immer stark gewachsen ist, dass die Bilanz aber, oder dass mit dem Wachstum auch die Schulden stark gewachsen sind. Wir haben hier die komplette Schuldenquote, war schon mal schlimmer bei China Evergrande. Da waren sogar schon 94% Schuldenquote. Und mittlerweile sind es die 82, knapp 83%, aber es liegt immer noch deutlich über den 70%. Und das ist eben das Problem. Das heißt, es ist immer noch in der Bilanz immer noch zu viele Schulden drin. Also dieses Kriterium, da wäre es schon mal gerissen. Wir haben hier übrigens die Schulden unterteilt, einmal in zinstragende Schulden und einmal in Schulden, die nicht zu verzinsen sind, beispielsweise Rückstellungen. Und nur die zinstragenden Schulden sind insofern eine schwerere Last, als dass dafür natürlich auch Zinsen fällig werden. Im Fall von China Evergrande sind es jetzt 90 Milliarden chinesische Renminbi gewesen. Nee, Hongkong-Dollar. 90 Milliarden Hongkong-Dollar. So, also erstes Schuldenkriterium gerissen, erste rote Linie überschritten. Zweite rote Linie wären die Nettoschulden. Die Nettoschulden müssen durch Eigenkapital gedeckt sein. Wir haben Eigenkapital hier, ist nicht gesondert ausgewiesen, aber man kriegt es relativ leicht raus, was das Eigenkapital hier ist. Und zwar das Eigenkapital, also wir haben hier die gesamten Vermögenswerte, das ist der enge Balken des Unternehmens. Das sind einmal hier die liquiden Mittel da oben und dann der ganze Rest, sage ich mal, unter anderem Immobilien, die hoffentlich nach wie vor so viel wert sind wie das, wo sie bilanziert sind, weil es ja eines der Probleme, wenn die ganzen Immobilienkonzerne deleveragen müssen, dann müssen sie die Immobilien verkaufen, dann sinken die Preise und dann kommen auch noch Abschreibungen zustande und dann würde dieser hellbraune Balken sinken. Die Differenz aber, und hier draußen sind dann die Schulden, das ist das Passiva und die Differenz hier zwischen den Schulden, den gesamten Schulden und den Vermögenswerten, das hier, das ist das Eigenkapital tatsächlich. Und die Nettoverbindlichkeiten oder auch Nettofinanzverbindlichkeiten, das ist die Differenz zwischen den zinstragenden Schulden und den liquiden Mitteln. Und die muss also größer als 1 sein, beziehungsweise das Eigenkapital, Entschuldigung, also wenn wir diesen roten Balken hier die liquiden Mittel abziehen, dann muss das sind das Nettofinanzverbindlichkeiten, die müssen durchs Eigenkapital gedeckt sein. So, weil es relativ kompliziert ist, habe ich hier ein Excel gemacht und es da auch für euch entsprechend ausgerechnet mal. Das ist für China Evergrande nach wie vor. Zuerst rechnet man also die Nettoverschuldung aus und das wird alles ja im Aktienfinder ausgewiesen. Wir haben die zinstragenden Schulden. Davon tut man die liquiden Mittel abziehen und dann gibt es die Nettoverschuldung, die übrig bleibt. Wenn in dem Fall 500 Milliarden Hongkong-Dollar. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie viel Eigenkapital haben wir. Und das Eigenkapital muss diese Nettoverschuldung decken.
Haut nicht ganz hin, also auch diese rote Linie ist gerissen, weil wir haben nur in Anführungszeichen hier 483 Milliarden Hongkong-Dollar Eigenkapital, Nettoverschuldung sind 496. Ist aber schon relativ knapp, aber es reicht nicht ganz. Also von drei roten Linien schon mal zwei überschritten. Dann gibt es noch eine dritte rote Linie und die sagt, die kurzfristigen Verbindlichkeiten müssen durch die liquiden Mittel, also durch das hier gedeckt sein. Das können wir jetzt hier im Aktienfinder nicht nachvollziehen, weil da habe ich jetzt keine Unterteilung drin zwischen kurzfristigen Verbindlichkeiten und langfristigen Verbindlichkeiten. Wir haben hier die Verbindlichkeiten unterteilt in zinstragend und nicht zinstragend. Warum haben wir das so gemacht? Weil es hier im Aktienfinder ja in erster Linie darum geht, Qualitätsaktien zu finden. Und diese dritte rote Linie, dass die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel gedeckt werden müssen, da geht es im Prinzip darum, kurzfristigen Zahlungsausfall sozusagen auszuschließen. Und das ist für Qualitätsaktien, die im Zentrum des Aktienfinders stehen, ja überhaupt kein Thema. Also es ist ja völlig unwahrscheinlich, dass ein Unternehmen wie Coca-Cola beispielsweise, Microsoft, Unilever, was wir sonst so an Qualitätsaktien haben im Aktienfinder, plötzlich zu wenig liquide Mittel hat, um seine Schulden zu bedienen. Das ist eher interessant zu gucken, was haben die denn für eine Zinslast. Also solche Dinge sind da viel interessanter. Deshalb haben wir das nicht ausgewiesen. Wenn der Aktienfinder jetzt zum Beispiel kein Screener wäre für Qualitätsaktien, sondern ein Screener wäre für Turnaround-Aktien, dann wäre es eine andere Geschichte. Dann wäre es wieder interessanter zu wissen, können denn die kurzfristigen Verbindlichkeiten bezahlt werden? Reicht es für ein Turnaround oder ist das Unternehmen vorher pleite? Aber darum geht es uns nicht. Dennoch, zwei von diesen drei Regeln, von diesen roten Linien, lassen sich im Aktienfinder durchaus nachvollziehen und im Aktienfinder lässt sich auch gut nachvollziehen, wie denn so die Gesamtentwicklung gewesen ist. Bezüglich der Verschuldung sieht man hier ja wunderbar. Da haben wir übrigens auch noch eine zweite Schuldenquote, die auf den zu verzinsenden Schulden lediglich berechnet wird. Die spielt jetzt aber bei den roten Linien hier keine Rolle. Was man jetzt auch sieht, ist, dass China Evergrande, ich hatte ja erwähnt gehabt, die drei roten Linien gibt es seit dem Sommer letzten Jahres, 2020. Und China Evergrande ist schon hingegangen und hat ja hier versucht schon, die Zinslast zu minimieren, beziehungsweise auch die Schuldenquote, die komplette auch zu minimieren. Sehen wir, ist jetzt von 85 eben auf 83 gesunken und auch die zinstragenden Schulden sind von 856 auf 692 Milliarden, 692 Milliarden Hongkong-Dollar gesunken, aber es reicht eben noch nicht. Und das ist eben ein Problem. Dass es auch besser geht, das zeigen andere Unternehmen. Wenn wir zum Beispiel mal hier gehen zu China Overseas Land and Investment, dann sieht man, dass hier die Schuldenquote bei 27,6% nur liegt. 70% sind erlaubt. China Evergrande waren es 83%. Und hier sind es nur 27%. Jetzt habe ich was Falsches gesagt. Hier, man muss die Schuldenquote sich angucken, die Gesamtschuldenquote. War jetzt doch selbststutzig geworden, etwas niedrig. So, 60%. Ist aber immer noch deutlich niedriger als die 83. Und grünes Licht auch bezüglich den 70%. Die sind auch die anderen beiden Kriterien hier bei China Evergrande. Die sind erfüllt. Also dieses Unternehmen hat beispielsweise keine Probleme. Man sieht es dann auch im Aktienkurs, wenn man in die dynamische Aktienbewertung geht, dann sieht man, dass der Kurs nach unten gegangen ist, dass wir jetzt aber hier tatsächlich auch eine Seitwärtsentwicklung haben. Wir hatten schon niedrigere Kurse gehabt hier Anfang des Jahres. Und wie muss man hier reingehen? Hier, 8. Januar, da war der Kurs schon deutlich niedriger, hat sich im Prinzip seitdem erholt. Wenn wir zu China Evergrande gehen, da sehen wir hier momentan, haben wir jetzt die absoluten Tiefskurse. Also man sieht auch schon im Chartbild, dass der Markt da durchaus etwas differenziert, dass nicht alle Immobiliengesellschaften gleich sind. Und jetzt gehen wir mal zum Fazit im Prinzip. Oder jetzt haben wir genug Wissen, um die damalige Lieberman oder die damalige Finanzkrise in den USA
gegenüberzustellen der aktuellen Immobilienkrise, wie wir sie jetzt haben. Und ich habe in dem Excel auch ein zweites Sheet und in dem zweiten Sheet ist jetzt die Gegenüberstellung, um besser beurteilen zu können, ob wir jetzt einen neuen Finanzcrash 2.0 haben werden oder möglicherweise eben nicht. Zum einen haben wir hier die Rolle des Staates. Ich hatte es schon erwähnt gehabt, bei der Finanzkrise damals in den USA, da war der ja eigentliche Enabler, derjenige, der das im Prinzip, der eigentliche Hebel, den man umgelegt hat, um das Ganze in Gang zu bringen, der US-Staat, das war die Deregulierung, dass man eben dadurch einen Markt geschaffen hat für diese Asset-Backed Securities. In China ist es nicht Deregulierung, in China ist es Regulierung in Form dieser drei roten Linien, die man aufgezogen hat, weil die chinesische Regierung eben erkannt hat, dass der Immobilienmarkt zu stark schuldenbasiert wächst und man hat dem jetzt Riegel vorgeschoben und hat auf der einen Seite jetzt kurzfristig die Krise verschärft, weil wenn man diese Riegel nicht vorgeschoben hätte mit den drei roten Linien, dann hätte jetzt zum Beispiel China Evergrande es nach wie vor, vermute ich, sehr viel einfacher, alle Kredite abzulösen und dann gäbe es eben diese Schlagzeilen nicht. Aber, und das sehe ich positiv beim chinesischen Staat, er hat jetzt eben den Mut gefunden, diese Riegel vorzuschieben und sich gesagt gehabt, okay, lieber ein Ende mit Schrecken, nein, lieber ein Schrecken mit Ende, als ein Ende ohne Schrecken, beziehungsweise als am Ende noch einen viel größeren Schrecken zu haben. Also man ist jetzt nicht hingegangen und hat gesagt, wenn wir jetzt anfangen, mehr zu regulieren, dann kriegen wir Probleme. Deshalb machen wir es lieber nicht und vertagen das Ganze mal, wie es auch gerne in der westlichen Welt gemacht wird, was ja auch noch interessant wird, was ja auch noch interessant ist, wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal das Zinsniveau anschauen in den USA, dann liegt es ja bei nur leicht über 0%. In China beispielsweise sind die Zinsen auch gesenkt worden, aber die liegen jetzt nur bei leicht unter 4%. Also in China kostet Geld noch was, während es bei uns in der westlichen Welt, aber beispielsweise auch in Japan, sozusagen für Umme ist und teilweise man ja auch noch Geld kriegt, wenn man Schulden macht. Dazu kommen wir jetzt auch gleich dann bei der Reaktion der Notenbanken. Zuerst geht es aber hier nochmal was um die Transparenz der Kredite. Und zwar haben wir in China keine Asset-Backed Securities, sondern das sind klassische Unternehmenskredite, die, wenn sie ausfallen, auch demjenigen an den Kragen gehen, der auch die Kredite aufgenommen hat, also diese Immobilienkonzerne. Während bei der Finanzkrise war das ja anders gewesen. Da sind die ja gebündelt worden in Wertpapiere und verkauft worden. Und die Banken, die dann diese Kredite vergeben hatten, die mussten das dann nicht erstmal direkt auslöffeln. Und das halt führt dazu, dass wir eine viel höhere Transparenz haben in der aktuellen China-Immo-Krise als damals in der Finanzkrise, was dann auch dazu führt, dass ich nicht davon ausgehe, dass zum Beispiel dann die Banken untereinander sich kein Geld mehr leihen, weil es ist ja immer noch eine relativ hohe Transparenz da. Die internationalen Auswirkungen sind meines Erachtens auch deutlich niedriger, als es damals der Fall gewesen ist. Damals hat man ja komplett durch die Welt diese Asset-Backed Securities verkauft. Auch viele deutsche Banken hatten ja diese Asset-Backed Securities, hatten dann sozusagen amerikanische Kredite in ihren Büchern. Das ist hier bei der China-IMO-Krise nicht der Fall. Insofern sind die internationalen Auswirkungen niedriger. Es bleibt in erster Linie erstmal in China. Klar, man sagt ja, wenn ein großer Teil des chinesischen Wirtschaftswachstums, ich habe jetzt im Kopf irgendwas um die 20%, fällt auf den Immobilienmarkt und wenn der jetzt quasi künstlich durch die Regulierung hier oben abgekühlt wird, runtergefahren wird, dann ist auch das Wachstum in China fällt es niedriger aus. Und dann fällt also der Wohlstandsgewinn kurzfristig jedenfalls erstmal niedriger aus, geht die komplette Nachfrage nach unten, dann leidet ja auch die komplette Welt. Wenn jetzt in China weniger importiert wird, wenn weniger Gucci-Taschen dann gekauft werden, am Ende aller Tage auch in China. Ja, das stimmt schon, aber
Es macht ja jetzt auch keinen Sinn, wenn man ein kurzfristiges, gehyptes Wachstum hat und danach, und es ist eine Blase und die platzt danach umso lauter, weil man eben nicht reguliert hat. Insofern halte ich die internationalen Auswirkungen dann auch für niedriger bei der China-Immo-Krise. Auch deshalb, weil man es ja nicht bis zum letzten hat kommen lassen, sondern weil man relativ in Anführungszeichen früh eingeschritten ist. Was auch noch interessant ist, ist die Reaktion oder die Rolle der Notenbanken, habe ich gerade schon gezeigt, in den USA. Die haben die Zinsen erhöht und das dadurch ausgelöst. In China hat man im Prinzip das Gegenteil jetzt erstmal gemacht. Hier haben wir keine, hier, das war der Auslöser mit den steigenden Zinsen. In China hat man die Zinsen sogar noch jetzt leicht gesenkt, auch wenn sie absolut deutlich über dem Niveau da sind. Aber ich sage jetzt mal, ein Kreditnehmer, der sich schon hier keinen Kredit leisten konnte, der kann sich hier 10-mal nicht leisten, beziehungsweise andersrum ausgedrückt. Damals konnte man sich vielleicht hier in den USA noch den Kredit leisten, aber dann halt nicht mehr, nachdem er so teuer geworden ist. Dieses Problem haben wir hier in China nicht. Und dann, das sind im Prinzip positive Punkte, die ersten vier, die dazu führen, meines Erachtens, dass wir keine Finanzkrise 2.0 kriegen werden. Man sollte aber auch beachten, dass das Weltfinanzsystem heute sehr viel schwächer ist, meiner Meinung nach, und sehr viel weniger widerstandsfähig ist, als es damals war noch. Das heißt, als wir die Finanzkrise hatten, damals gab es auch noch, und auch das äußert sich hier in der Zinsentwicklung, damals gab es eben noch Zinsen bis zur Finanzkrise und seitdem hat sich das nicht mehr tatsächlich nachhaltig erholt. Das ist das, was ich meine, oder das ist das Symptom, wo man sozusagen die Stärke des Weltfinanzsystems ablesen kann. Weltfinanzsystem, das ist jetzt USA, aber in der Europäischen Union, in Japan, ist es ja dasselbe Spiel, dass wir da kaum noch Zinsen haben. Und da haben wir ja Verschuldung. Ja gut, ich will jetzt mit dem Thema gar nicht groß anfangen, dass die Notenbanken jetzt die Staatsfinanzierung übernommen haben und es gar in erster Linie gar nicht mehr um Geldwertstabilität geht. Ich glaube, das wisst ihr alle. Und das sind eben diese Auswüchse eines schwachen Weltfinanzsystems. Das heißt, falls tatsächlich jetzt nochmal ein Finanzschock 2.0 käme, dann hätte das Weltfinanzsystem ziemlich große mehr Probleme als damals, das abzufedern und zu bewältigen. Aber ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird, zumindest nicht durch die China-Immo-Krise, weil die ersten vier genannten Punkte dazu führen, dass es eben keine Finanzkrise 2.0 geben wird, wie damals vor 12, 13 Jahren. So, das war ja auch schon mein Fazit. Dann hoffe ich, dass ich den einen oder anderen beruhigt habe. Der eine oder andere wird es vielleicht auch anders sehen. Könnt ihr mir dann in den Kommentar reinschreiben. Kann man da ja dann noch weiter diskutieren. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.